Hey Leute, was geht ab? Ich dachte, ich mache mal wieder ein Simon labert, während da hinten schön die Sonne untergeht und ich davon gleich noch eine Timelapse mache. Ja, und ich dachte, ich rede einfach mal ein bisschen über Pakistan, und zwar 5 Dinge, die mir in Pakistan aufgefallen sind, oder einfach 5 Dinge über Pakistan. Kommen wir gleich mal zum Thema Nummer 1. Also die meistgefragte Frage, die mir jetzt bis jetzt immer gestellt worden ist, war: Are you married? Ob ich verheiratet bin, wird jeder Einheimische, mit dem du redest, der fragt dich nach einer gewissen Zeit, ob man denn verheiratet ist oder ob man eine Freundin hat. Das ist hier so krass. Also heute hatte ich auch mal ein bisschen einen Smalltalk gehabt mit jemandem über das Thema Sex, und das ist schon echt anders hier. Also die Leute sind alle noch Jungfrauen, obwohl die 25, 30 schon sind, und ja, die waren ganz verblüfft, als ich denen so erzählt habe, wie das dann in Deutschland so vonstatten geht, dass da eigentlich fast keiner mehr jungfräulich unterwegs ist und so. Und die so: Wie, bevor man geheiratet hat, echt? Und bla bla bla, da habe ich erzählt, dass ein Kumpel von mir auch schon ein Kind hat und nicht verheiratet ist. Und die haben sich nur an den Kopf gelangt und haben gedacht, sag mal, das kann doch nicht klar gehen und so. War echt mal wieder krass. Habe ich in Indonesien auch erlebt, in den muslimischen, auf Java, auf der muslimischen Insel. Ja, das war schon Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, man sieht hier manchmal Männer Händchen halten. Oder die begrüßen sich hier auch immer ganz herzlich. Die umarmen sich und drücken sich. Ich finde das immer voll goldig. Und keine Ahnung, hier laufen manchmal Männer rum, die Händchen halten. Eher ältere Personen. Also ich glaube, die Jugend, die will das nicht mehr so machen. Und nee, die halten einfach Händchen und laufen dann zusammen irgendwo rum und erzählen sich Geschichten. Und ein Kumpel von mir, also ein pakistanischer Kumpel von mir, hat gemeint, ja, das machen die nur, weil sie es mit den Frauen nicht dürfen in der Öffentlichkeit. Fand ich ein bisschen gemein, aber keine Ahnung, ist glaube ich eher so ein bisschen pakistanische Tradition, so Händchen zu halten unter Männern. Ich finde es irgendwie ganz goldig. Ja, das war der Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, Punkt Nummer 3, die Gastfreundlichkeit. Und zwar wird man hier immer ganz, ganz warmherzig aufgenommen von den Leuten und immer so, so extrem nett begrüßt. Und mein Kumpels haben mir erklärt, dass man hier so erzogen wird und man das irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie angeboren in Pakistan, diese Gastfreundlichkeit. Und ich finde auch, die ganzen Pakistanis, die sind auch wirklich echt alle richtig freundlich. Und ja, ist eigentlich schon echt atemberaubend. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte eher, dass die eher so ein bisschen anders sind, also ein bisschen unfreundlicher, aber ich habe bis jetzt nur nette Leute kennengelernt, keinen einzigen unfreundlichen Menschen. Also ich bin immer noch sehr begeistert von den Pakistanern. Pakistaniern? Keine Ahnung, gibt es das Wort überhaupt? Ist auch egal. So, Punkt Nummer 4. Das Essen ist einfach verdammt gut hier in Pakistan. Also das, was wir jetzt hier haben auf der Hütte, das finde ich jetzt nicht so gut, aber die haben ja auch begrenzte Kochmöglichkeiten. Aber wenn man jetzt irgendwo in der Stadt ist, das Essen ist einfach echt lecker und die machen hier alles Mögliche. Aber die essen relativ viel Fleisch. Ich glaube, für Vegetarier ist das hier nicht so schön. Ich habe auch mal hier gefragt, ja, was ist, wenn Vegetarier kommen und so. Und ich so, ja, ist gar kein Problem, machen die auch. Aber die essen hier halt schon echt gerne, gerne Fleisch. Also das stimmt schon. Und ja, die Aussicht ist einfach so schön. Ich kann gar nicht in die Kamera gucken, wenn ich hier sitze und rede. Es ist einfach, man sitzt hier und morgen geht es schon wieder weiter. Auf die andere Seite von dem Berg geht es morgen. Und dann sieht man erstmal, wie groß der eigentlich in Wirklichkeit ist, weil der Gipfel ist nämlich auf der anderen Seite. Den sieht man von hier gar nicht, also den 8000 Meter Peak. Ja, und Punkt Nummer 5 muss ich jetzt auch, ich hatte mir das vorhin alles überlegt, jetzt habe ich das schon wieder vergessen, ich bin so vergesslich, muss ich mal kurz einen Cut machen. Punkt Nummer 5, jetzt ist es mir wieder eingefallen, das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt, und zwar Sicherheit. Gerade generell hier in Pakistan, es haben ja auch schon einige Leute von euch geschrieben, boah, bist du verrückt, du kannst doch nicht nach Pakistan gehen, das ist so unsicher und bla 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 und so gefährlich. Und ich habe mittlerweile mit so vielen Einheimischen geredet, und wir sind alle irgendwie so ein bisschen der gleichen Meinung. So, klar, hier sind ein paar Sachen echt schief gelaufen, auch in Pakistan in den letzten paar Jahren, auch mit ein paar Touristen.
sind schon ein paar Vorfälle gewesen. Aber die Polizei, die versucht auch ihr Bestes, wie ihr auf meinen Videos seht. Und die sind ja immer am Start und man wird auch immer überall angemeldet. Also die Polizei weiß auch immer, wo man ist und so. Und wenn man dann ein paar Tage nicht auftaucht und so, dann gucken die schon noch nach einem. Und die ganzen Einheimischen und meine Meinung ist eigentlich, dass die ganzen News und die Nachrichten, die man in Deutschland oder in Europa oder in den USA so liest, und das ist sowas von übertrieben. Also die ganzen Leute hier, die sagen mir immer und immer wieder, das ist echt ein sicheres Land. Und jetzt kommen da hinten gerade so zwei kleine Kinder, die mich gerade richtig komisch angucken. Auf jeden Fall ist das auch, in meinen Augen ist das ein sicheres Land. Ich fühle mich hier sicher, gerade weil die auch hier so ein riesengroßes Heckmeck machen um die Sicherheit. Hallo. Hi. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Die zwei kleinen Kinder bringen mich jetzt hier völlig außer Konzept. Schaut mal, wie die in die Kamera gucken. Das sind so, die wohnen hier. Das sind so Dorf- oder Bergkinder. Die sehen ein bisschen anders aus wie die Jungs in Islamabad. Ja, jetzt, keine Ahnung, jetzt finde ich irgendwie ein bisschen komisch, das alles jetzt zu erzählen, was ich erzählen wollte, wenn die da hinten stehen. Ich glaube, ich mache gleich weiter, wenn die weg sind. Ich muss jetzt auch mal kurz meine Timelapse anwerfen. Ja, die zwei kleinen Jungs sind jetzt weg. Die sind gerade irgendwie da runtergelaufen und der eine konnte ein bisschen Englisch. Wir haben gerade so ein bisschen miteinander geredet. Es war gerade voll goldig. Der so, ja, woher kommst du? Was machst du hier? Und wohin gehst du? Bla, bla, bla. So das Übliche, das, was hier alle fragen. Ja, war auf jeden Fall voll cool, dass der kleine Englisch konnte, hätte ich gar nicht erwartet. Weil das ist nämlich hier so ein Bergdorf, wo die Kinder hierher kommen und hier gibt es auch keine Schule und kein gar nichts. Also hat mich echt gewundert, dass der Englisch konnte. Und ich würde sagen, ich springe gleich wieder zurück in das Thema Sicherheit, wo ich vorhin aufgehört habe. Ja, ich habe nämlich letztens auch mit einem Einheimischen hier geredet gehabt von dem Hotel hier. Und er meint ja auch, er glaubt, dass das echt ein sicheres Land ist und vor 2008 waren hier so viele westliche Touristen jedes Jahr und da ist auch nichts passiert im Endeffekt. Und seit dem 11. September wird das hier halt alles in den Nachrichten auch immer Pakistan schlecht gemacht und alles Mögliche, weil die halt auch irgendwie nicht wollen, dass hier mehr Touristen hinkommen. Die Amis, keine Ahnung, also hat auf jeden Fall er gemeint. Könnte ich mir schon relativ gut vorstellen, die Amis sind ja irgendwie so ein ganz merkwürdiges Volk. Ja, und der hat auch so gemeint, also mir ist jetzt in einem Jahr, oder mittlerweile ist schon ein Jahr und ein Monat, in einem Jahr und einem Monat ist mir noch nicht ein einziges schlechtes Ding widerfahren auf meiner Weltreise. Ich wurde nicht beklaut, ich wurde nicht verletzt, ich wurde nicht, keine Ahnung, betrogen, belogen oder sonst irgendwas. Und ja, ich würde mal sagen, wer Gutes tut, kriegt Gutes zurück. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Wenn ihr euch gut verhaltet, dann weiß ich nicht. Also wenn ihr euch gut verhaltet und aufpasst, was ihr macht und ja, einfach ein guter Mensch seid, dann kriegt ihr auch von anderen Leuten nur Gutes zurück. Das ist so meine Meinung. Und wenn er mal was Schlechtes zurückkriegt, müsst ihr das halt einfach runterschlucken, ist dann auch scheißegal. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und ja, ich bin total, immer noch total fasziniert von Pakistan und auch von der Freundlichkeit der Menschen hier. Was ich auch alles hätte gar nicht erwartet, weil man ja gerade über Pakistan immer so schlecht denkt, wenn man dann in den Nachrichten, oh, Pakistan da, Terror, Terror, Terror und ja, nicht hingehen, hin und her. Und dann kommt man hierher und wird total geflasht und überrascht von sowas zum Beispiel oder von Islamabad, einer für mich der schönsten Großstädte der Welt, der schönsten Hauptstädte der Welt. Ja, das hätte ich alles nicht erwartet. Ja, und dass das Video jetzt mal wieder nicht zu lang wird, weil hier ist es ja mit dem Internet schwierig, muss ein bisschen aufpassen, wie viel MB, weil die Videos, die ich ja jetzt habe, die sind ja alle arschelang und da sind manche sogar 2,5 GB. Deswegen würde ich sagen, ich beende das Video jetzt. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf mehr Simon Labert Videos. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.